Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 24. September 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. 15.607 zu 15.592. Das ist die Big Number und die werden wir heute platzieren. Wir sind unterhalb des Daily Pivots. Wir haben heute wieder, wie die ganze Woche, ein Mini-Gap. Das ist hier zu finden über dem Daily Pivot, also 15.607. Wo kommen die Vola-Boxen rein? Und dann haben wir erstmal das Wichtigste. Also ich drücke da mal drauf. Vola-Boxen bei 15.596. 15.596. Also irgendwo da oben, also auch weit aktuell entfernt. Ja, wir blicken einmal auf diesen Chart und gucken mal auf die Premium-Boxen, nämlich die Blue-Boxen. Hier die 24er, die ist relativ zum Feierabend gewesen. Wir gucken mal, ob die sich hingezögert hat. Ja, im ersten sehr lange, also gegen Abend sehen wir hier die Bewegung. Ansonsten waren gestern keine 30er Boxen unter 30 zu sehen. Wir haben Big Number hier mehrmals getradet gestern. Entschuldigung. Und die Vola Boxen schauen wir uns an. Ja, dann hier ein bisschen Gedöns und dann die schöne Box hier am Nachmittag reingelaufen, da rausgelaufen. Also zur guten Handelszeit war da genügend los. Gut, fangen wir an mit dem Überblick zum Wochenende. Neues Chart. Wir fangen an, Vorlage Zickzacklinie und nehmen den DAX zur Brust vor den Wahlen und gehen auf die Weekly Kerze, auf die Wochenkerze. Ja, und hier sehen wir eine weiße Kerze. Die Wochenkerze hier sieht ähnlich aus. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also Daily nach wie vor Short, Weekly klar Long, Daily Short, 4 Stunden Long noch, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Also nicht ganz eindeutig Long heute Morgen, aber gucken wir mal. Gold. Auf Wochenbasis erstmal. Wochenbasis ist das Unentschieden von der Kerzenform. Daily sind wir Short. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir Short. 30 Short. 15 Long und 5 dementsprechend auch. Aber hier ist Tendenz auch weiterhin eher Short auf Gold. Nächster Markt ist Öl. 73,35. Weekly Basis. Sehr, sehr strong. Also hier vor 3 Wochen schon die Umkehr, ja, und erholt also zum All-Time-High für dieses Jahr aus. Ja, wir sehen es hier, wo befinden wir uns im Öl. Da oben ist die Spitze, ja. Bin gespannt, wenn wir darüber sind, dann ist die Bahn frei, also vom Corona-Tief hier oben. Dann hier nochmal das Tief. Bin gespannt. Okay, 4 Stunden Long, 30 Minuten Long, Stunde Long, 15 Long und 5 auch Long. Also da ist klar zumindest die grobe Tendenz Long. Technologiebörse Nasdaq auf Wochenbasis. Was ist das für ein Chart? In Nasdaq, der ist sowas von Long. Und die Umkehr, ähnlich wie hier auch die Kerze, da auf Wochenbasis Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Ja, aber übergeordnet ist das Ding sehr bullisch, nach wie vor. S&P 500, auch hier machen wir mal den Chart kleiner und sehen mal den Verlauf hier von diesem Markt. Und ja, wir sehen vom August 2008, August 2008, hier unten. Da
dann einmal hier. So, dann sehen wir hier mal die Unterstützung, die Peaks, die wir dort haben. Ja, aber das ist brutal. Der ist auf Wochenbasis so was von long. Daily Basis, long. Das war immer ein bisschen größer. 4 Stunden, long. Stunde long. 30 long, 15 short und 5 auch short. Gut, dann gehen wir direkt rein in die Kryptos. Bitcoin, Weekly Basis. Ich mache mal auch hier den Chart ein bisschen kleiner, so klein. So. Ja, der sieht schon ein bisschen wackeliger aus als die Indizes. Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Ethereum 3000 wieder. Auch hier gehen wir mal auf den Wochenchart. Ja, da sehen wir ganz schöne. Ups, nehme ich mal raus hier. Bei Ethereum auch. 2,19 noch zu kaufen bei 256. Dann hatten wir noch mal ein Tief bei Ethereum bei $92 in 2020. So lange ist das nicht her. Und aktuell liegen wir bei 3000. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Gut, das war der grobe Wetterbericht. Und jetzt konzentrieren wir uns auf unseren Box Trade. Also ich glaube, wenn alles nach Plan läuft, ist Mittwoch der 1000. Mittwoch, glaube ich. So, 8.53 Uhr, wir nähern uns unseren Einstieg. So, wir nähern uns jetzt unseren Einstieg und jetzt ist die Box aktiviert. Sie ist scharf geschalten, 8.54 Uhr. In 5 Minuten geht's denn los. Fünf, vier, drei, zwei, eins und es geht los. Volabox auch. Wir sind im ersten Short in der Big Number. Und Volabox wird jetzt auch gleich aktiviert. Im zweiten Trade und meine Damen und Herren. Das war der Eröffnungstrade. Ich darf den Eröffnungstrade jetzt bis zum 1000 nicht anpassen. Sonst hätten wir den zweiten jetzt auch angepasst. Also, das war's. Und ich glaube, das ist jetzt 997. Ja. Und damit verabschiede ich mich bei den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Wünsche allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und dann bis Montag.